Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, letztes Mal gerade noch in die Zone geschafft und jetzt haben wir einen Wegpunkt direkt vor uns. Wir können ja auf so einem Ausflug nicht speichern, deswegen wollte ich aber nicht, dass die Episode noch zu lang wird. Vor allem, wenn die Ausflüge jetzt länger dauern, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich spiele es natürlich an einem Stück, wie gesagt, kann nicht speichern. Aber ich kann stabile oder instabile Anker klauen. Und das werde ich euch gleich mal demonstrieren, sobald wir am Wegpunkt angekommen sind. Oh nein, wieder ein Entführer. Entführ dich selber. Na, ich würde da kurz gern reinschauen. Bevor hier alles in den Bach runtergeht. Oh, finde ich eigentlich ganz praktisch schon. Power-Ding, das durchs Herz geht. Ich mag den. Dieses künstlerische Objekt, was sie darstellen wollen. Nein, das hat schon jemand geplündert. Ich war es nicht. So ein Mist. Sind wir zu spät gekommen. Laborcomputer. Irgendwann werden die vielleicht noch hilfreich. Aktuell mache ich mir meistens nicht die Mühe, die zu zerlegen. Na, schauen wir mal. Ja. So. Dann würde ich sagen, können wir direkt weiter. Wir schauen noch kurz in... Nee, in den Kofferraum können wir nicht. Da ist doch so eine komische Heißstaub. Okay, die habe ich schon gescannt. Dann ist ja alles gut. Dann können wir tatsächlich weiterfahren. Und dieses Riesending... Nein, ich habe das Auto ausgemacht. Weiter. Weiter mit uns. Da müssen wir aber aus dem Radius rausparken, sonst sind wir komplett am Arsch. Da müssen wir ein bisschen zu Fuß laufen. Dann werden wir schon hinkriegen irgendwie. Ja, genau diese Verzerrung in der Luft hätte ich gern gescannt, aber anscheinend gehört es zum Heißstaub. Oh, ich bin auf irgendwas unten am Boden. Und da explodiert was? Was ist hier los? Da sollte ich nicht reinfahren. Wir müssen gleich aussteigen, um das mal zu scannen. So, ich glaube, hier sind wir sicher. Irgendwie. Die Anomalie ist da hinten. Hoffentlich trifft die uns nicht. Ich glaube, die zielt random. Faules Ei. Hab doch gar nicht faules Ei gespielt. Okay, dann können wir weiter. Ich glaube, das ist alles dasselbe. Ich höre schon. Okay. Zone schließt sich schon. Nur schlecht für uns. Weil wir wollen ja was klauen. Das kriegt man trotzdem hin. Vor allem dieses riesige Teil. Das ist... Müsste hier irgendwo sein. Wir müssen trotzdem draußen parken. Sonst geht das garantiert schief. Oh nee. Oh nee. So, hier vielleicht. Ich glaube, das geht in Ordnung. So, dann... Ich hoffe aufs Beste. So viel zu, ich hoffe aufs Beste. Ich habe ein Health-Item im Inventar, das könnte klappen. Ah, ich bin schon raus aus dem gelben Ding. So, die sind gescannt, die machen mir fast keine Angst mehr. So, ich hoffe, das ist das Große und nicht das andere. Ja, damit. Nein, faules Ei. So, ich muss mich heilen. Ich muss das aufnehmen. Und los. Au, 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 au. Komm schon. Mehr Gesundheit. Ich muss hier durch das Gebiet. Also bitte. Ich hoffe tatsächlich, dass es das Große ist. Nicht, dass ich das Kleine erwischt habe, weil... Nein, lass mich in Ruhe. Wo ist mein Ding? Wo ist es hingerollt? Muss mich kurz heilen. So eine Scheiße. Jetzt habe ich extra das große Ding. Wo ist es hingerollt? Nehme ich mit. Nein, die setzen mir ganz schön zu hier. Ach komm. Schnell zum Auto nochmal hochheilen. Komm hier gerade nicht. Ach Mensch.
Das habe ich jetzt nicht gewusst. So, ich werde mich gescheit hochheilen. So, das sollte erstmal passen. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Sollte ich wahrscheinlich. Wo ist diese scheiß Kugel hin? Ach Mensch, ich hab's nicht gesehen, wo die hingerollt ist. Tja, wie gewonnen, so zerronnen, nicht wahr? So, einfach geradeaus, ich setz noch einen Wegpunkt. Ach Mensch, das wäre sogar die große geworden. Oh, ich fahr zurück. Irgendwo muss die liegen. Und die gelbe Zone schließt sich erst langsam. Das muss irgendwo jetzt für uns... Nehmen Sie mir einfach das schöne Ding da weg. Kann doch nicht wahr sein. Wo bist du hingerollt? Kollege. Habe ich dich hier zurückgelassen? Das sieht richtig aus. Das sieht halbwegs richtig aus. Ja. Nie aufgeben, Jungs. Nie aufgeben, Jungs. Ja, versteckt euch ihr und eure faulen Eier hier. Das habe ich sicher schon gescannt. Na gut. Auf zum Wegpunkt. Ich bin zufrieden, dass ich nochmal umgedreht bin. Ja, ja. Schön Entführer, lass mich in Ruhe. Ich glaube, hier rechts wären wieder Sumpfeier gewesen. Kann ich mir einfach so eine Fackel aus dem Fenster werfen und dann ist in Ordnung? Nee, ich glaube nicht. Wär mal halt ein bisschen verfolgt. Fahrzeugschutz ist wieder am Arsch, genauso wie die vordere Stoßstange. So. Das wird Spaß machen, aber das wird meinem Auto gar nicht gut tun. Hui. Ja. Ja, ja. Ja, ja. War es mir wert. So, weiter geht's. So viel schöne Energie für uns. So viel schöne Energie für uns. So, dann aber jetzt zum Missionsziel. Ja. Musst du jetzt lange laden? Och, nö, das geht noch. Nimm den Highway, während du das Sperrgebiet kartierst, stand da wohl. Nicht kastrierst. Oh, guckt euch mal an, wie viele schöne Teile wir haben und das Wichtigste zuerst. Okay, first off, I've loaded up three locations on your ARC device map. You see them? Hey, ja. Whichever strikes your fancy. You're sending them to the Visions? Sure am. We're gonna use this. My optical vasilizer. We shouldn't use that. Why not? I mean, it's been decades. No way that thing is in any sort of working shape. I've been fixing her up in secret, and I'm sorry. Don't be mad. It's gonna be a surprise for your birthday. Eine Heilungsstation für uns. Itty-bitty modification to your headset, Triver. I've hooked up the basilizer here to modulate your scan function. Think of it like an extra layer of mayonnaise on your technology sandwich. What are you using the basilizer for? No spoilers. We have to tell the story from the beginning. Driver, get ready to feast your eyes on the Visions. Weiß gar nicht, ob das so gut ist und ob ich das will. Aber wir haben jetzt einen neuen Wegpunkt und wieder ein besser repariertes Auto. Ich mag diese Station. Benzin könnte auch besser sein, aber was soll's. Dazu kommen wir irgendwann später. Auf zur ersten Vision. Ich hab die Vision, dass das irgendwie schief geht. Oh, nur nicht reinfahren. Nur nicht reinfahren. Ah, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ich find's auch schön, dass ich durchs Wasser fahren kann. Das hätte nämlich sonst die Navigation deutlich erschwert. So, parken, aussteigen.
schönes Gemälde betrachten. Hm, das sieht echt schön aus. The great pile up. You know, if you catch the mural at the right angle, when the moon is right overhead, you can spot the helmsman's body in one of the boats. No chance. It's a paint smudge, nothing more. Believe me, it's true. I've seen it. Eier. Keine Eier. Da komme ich nicht rein. Hey, is it just me or did this mural look different before? Probably the instability messing with the paint over time. It's been decades after all. Nah, Möglich. Something's definitely off. Hey, where's our old notes from when we took a field trip out that way? Driver, why don't you go ahead to the next one while we investigate this? Ist in Ordnung, ich muss was essen. Ein Glück hatte ich so viel dabei. So, rein mit euch. Alles, was ihr Miete zahlen will, kommt rein. Nein. Ich fahre jetzt mit allen Türen offen. Mir doch egal. So, wo sind wir? Nächste sinnvolle ist vielleicht hier unten. Ja. Sinnvoll ist so dahingestellt, aber wir peilen es mal an. Hui. Bascha. Wäre schön, wenn das Auto dadurch wenigstens sauber werden würde. Nein! Oh. Das war nicht so gescheit. Ah, dafür sind die Crash-Test-Dummies hier da. Habe ich das recht schon gescannt? Wir müssten was scannen. Nein, lad doch nicht. Ja, das ist nur Heißstaub. Nix außer heißem Staub. Oh, look at me babbling away. Francis, you explain it. It's so good. No, it's just... I'd rather not. Hey, come on, we talked about this. You should be proud of your work. Was ist denn mit Francis los? Not this time. Okay, well, Francis' theory, his entire branch of research was that the zone exhibits a property seen nowhere else on Earth. Every phenomena that occurs here leaves its fingerprint forever on the physical space. So he created this device to pick up on these sub-physical after effects. How did you explain it? It was like identifying a whale's favorite color using only the wake it leaves behind. The rest was... Ja, Reifen von mir. It's a form of electromagnetic imprint. Anyway, it was a long time ago. And what a better time than now to try it again. So was. Unfreundlich. Unfreundlich. Kann mir doch einfach nicht den Reifen klauen. So, irgendwo müssen wir nach rechts. Ist egal. Ist, glaub, halbwegs... Oh, das hat mich zum ersten Mal getroffen. Mist. Ich hatte so schön hoch repariert alles. Na egal. Auf zum zweiten Wandgemälde. Ein Transporter, der ist mir im Moment egal. Der Instabilitätskern, den machen wir am besten, nachdem wir hier das Wandgemälde abgefrühstückt haben. Hui. Weil davor wird es schwierig, dann das Wandgemälde noch schön betrachten zu können, sagt man mal so. Und ich glaube, ich muss wieder einen Dosenravioli fressen. Nein. Was hast du mir abgenommen? Scheinwerfer? Schon. Rückwärtsgang. Ja. Irgendwie so. Muss klappen. So, nächstes Wandgemälde ist hier. Das sieht merkwürdig aus. Das ist ein Bigfoot. Ja, gut. Die haben mir die Lampe geklaut, die Arschlöcher. Did you see that, Francis? Oh boy, Francis, look. Look here, it's different from our sketch when we visited in 82. It's all scrambled, but the shape seems familiar. If you tilt your head, doesn't that kind of look like Mount Olympus? Ich hab keine Ahnung. Francis, you flippin' genius! It absolutely is! Wait, let's look back at the first one. What's different there?
That shape right there, is that Hook Valley? Holy smokes! Oh, wait, pull the topographical maps of the peninsula. If we look around the areas where you'd get that view of Mount Olympus... See, Francis? I told you your basilizer would work! I don't think this is the basilizer's doing. Driver, we're on to something. Get to that third vision. Ja, auf dem Weg. Davor muss ich was klauen. Was Großes. Was sehr, sehr Großes. Wegpunkt hier hin und los geht's. Oder ist es sinnvoll, Instabilität zu klauen? Dann ist es nicht mehr so instabil. Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt einfach der Route da lang. Das war aber weniger schlimm, als ich mir vorgestellt habe. Was ist denn da im Wasser, was so leuchtet? Sollte man vielleicht auch mal scannen? Oh oh. Oh oh. Autoschrott. Glaub, Benzin ist leer. Ja. Ein Glück liegt's nur da dran. Na, das hätte echt ein bisschen schneller gehen können. Aber das Wasser ist nicht tief. Das hat ja auch was für sich. So. Auto fährt wieder. So, was leuchtet mich denn da so schön an? Oh, ich bin dran. Sind das Natriumlampen einfach? Ja. Na gut, damit kann ich nichts anfangen. Hui. So, wir gehen mal zur letzten Mission. Irgendwie. Nicht in der höchsten Geschwindigkeit, aber zumindest in einer Geschwindigkeit. Ich glaube, wir könnten auch einfach wieder mehr auf Land fahren. Ja, die müssen mein Auto hier echt immer malträtieren. Das finde ich gar nicht mal so freundlich. Muss ich ehrlich zugeben. Hui, au, 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 au. Wieso ist die Wasseroberfläche denn immer so hart? So. Einfach Luftlinie. Nein, wieder die Dinger, die mir was mopsen wollen vom Auto. Kann ich gar nicht leiden. Vor allem sind die so wieselflink. Naja, ein Problem nach dem anderen. Und ein Baum nach dem anderen anscheinend. Raschelt ja alles schon wieder hier. Oh, muss nicht sein, wenn es nach mir geht. Oh, noch eine Repair Station. Das wäre ja klasse. Ja! Nein! Lass mich in Ruhe. Nein, ihr habt genug geklaut. Die können doch nicht einfach alles rausziehen. Was hilft denn gegen die Dinger? Lasst es in Ruhe. Lebriger Kumpel mag ich nicht. Fahren? Ja. Ich finde euch gar nicht so kumpelhaft, wenn ich ehrlich bin. So, heilen. Bitte einfach heilen. Nehme ich gerne alles mit. Nein, lass mich in Ruhe. So, Starthilfe-Set. Ich bin... Starthilfe. Aufklappen. Batterie. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hasse euch. Ich will doch nur das Teil schnell aufladen. Ja. Muss reichen. Habe ich wieder Licht. Falls die mir Lampen gelassen haben. Ich glaube, eine Lampe habe ich noch. Ist das schön mit der Batterie. Müssen wir nicht blind fahren.
Das hätte mich beinahe zerlegt. Beinahe hätte es mich zerlegt. Nein! Nimm doch nicht meine Stahlplatten weg. Nicht ausmachen. Schwindet von hier. Nein, doch nicht du. So, scan. Ja, schön, das war ein Gemälde. So, ich glaube, wir klauen noch das. Obwohl. Bingo! See that pattern in the last mural? That flower only grows above a certain elevation. Aha. Put the three locations together and you've got a square mile in the northeast corner of the deep zone. Huh. The visions were pointing towards something the entire time. Hey, Oppie. You can stop pretending to ignore us now. Take a look at this fine work. We've pinned down the location for the source of the mass hallucination. Sehr schön für euch. Well, what do you know? Well, I knew the basilizer worked. What did I tell you, huh? He still doesn't know, Francis. Know what? Happy? Not my story to share. Wer will denn was sagen? So, ich fahre jetzt nah an das Portal ran. My theory. Ach, kann man nicht. Basilizer there, illegitimate. Wait, what are you saying? I built that device to prove my imprint theory, and it was on the verge of getting the results I needed. But my research funding was running out. So, I forged the data. Not much, just enough to justify more time. I was so close. I knew the breakthrough was right around the corner. But Ara found out. That's why I was reassigned and my clearance revoked. Wait, you told me you changed labs voluntarily. 8 years of research with nothing to show for it, and then for that to happen, I couldn't face you. That doesn't mean your theory is wrong. I still think there's something to it. There's a common thread with some of the remnant stories, like the telephone switchboard, the ones that seem to recall the past somehow. Maybe the remnants accessed those imprints, read them like a needle in the groove of a record. Don't. You don't have to do that. It's in the past. I don't care about it anymore. So, wir gehen jetzt zur Straße. But listen, I've got this suspicion, right? If we can just get the car to the mass hallucination source, what do we find that can prove your theory? It's worth a try, isn't it? I'm tired of trying, Tobias. I've tried all my life, and it didn't go so well. Look. I don't have one of those fancy degrees that you and Oppie have. Nein, jemand hat mich wieder gefangen. Science was wiping down your lab benches. But I saw the incredible things that you did with your research. Yeah, well, Arda didn't think they were incredible. I don't care about Arda. I believe in you. Komm zur Straße zurück. I'm sorry. Oh, nehmt euch doch ein Zimmer. I can't do this with her. Oppie led the disciplinary committee that stripped my clearance and demoted me to a glorified intern. She sat there and decided how best to humiliate me. I never asked for anything. This one time I do, so I would never have to talk to Oppie again. You didn't listen. Your remnant was more important than what I wanted. Francis, I didn't mean... I've had enough. Jetzt schaut der einfach ab, der Arsch. He'll come. Wir haben fast kein Benzin mehr drin im Tank. We'll see you back at the auto shop. Das würde ich aber auch sagen. Kanister ist zwar im Kofferraum. Ah, das hätte man davor voll tanken sollen. Naja, hilft ja alles nichts. Bisschen was haben wir noch. Aber unser Auto wird hier immer gebeutelt. Kann nicht normal sein, dass das immer noch fährt. Gut, ich repariere es ja auch liebevoll. Da wäre noch ein Instabilitätsanker. Ach, was soll's. Was soll der Geiz?
Und los geht's. Oh. Auto ist leer. Auto ist leer. So, das reicht. Das muss reichen. Oh, guck mal, die rote Zone ist gleich da. Dachte, es dauert. Nein! Nein! Ja, ich weiß, beeinträchtigt. Ich will aber hier rein. So kurz davor. Ja, wir schaffen es noch. Wir schaffen es noch. Wieso ist das immer so knapp? Hui, 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 hui. Hey, das Auto sieht aber besser aus diesmal, das hier steht. Sind das Stahltüren da dran? I ran every coordinate in that area through the Otter database, and what turns up? But access logs, with entry records for Dr. K up through March 1963. What? No, the doctor died in 1961, in the lab accident. So we were told. Then, I found access logs for both that Deep Zone site and Red Meadow. Years and years worth of activity. The Red Meadow research facility? But it was demolished the same year. After the structural damage caused by the... They lied about that too, didn't they? It appears so. The driver should give the Red Meadow ruins a visit. If Dr. K didn't die that day, I'd like to know what was keeping him so busy. So would I, but... Do we have time for this? We don't know how long the driver's got with that remnant. And that's why we need this information. Whatever Dr. K was doing relates to all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your route planner. Head there whenever you're ready. Ja, ja, leck mich. Erstmal Auto reparieren. Und nicht selber. Okay, jetzt müssen wir dahin. Heieieiei. Gesundheit. Hab doch gar nicht genießt, aber brauche ich trotzdem. So, was haben wir denn? Schau mal, was wir haben. Also, nehme ich für mich Taschenlampe, speichere ich mal da. Dann kann ich mir tragen Sticker und Aufkleber und Kassetten. Lack, 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 lack gesoffen. Nehmen wir mal mit. So. Hier kommen nur Farben. Okay. Dann hätte man den Rest hier, glaube ich, auch ausgrauen können. Das wäre UI-technisch relativ gut gewesen. Nö. Ist egal. Klappt ja auch so. So, rein, rein, rein. Geht nicht rein, geht nicht rein. Okay. Immer noch keine Ahnung, wo die roten Teile hinkommen. Ich tue sie mal in die Werkzeugkiste. Vielleicht muss ich auch was in die Rohrpost tun. Kann ich das? Dachte, ich hätte noch eins drin. Also hier war es dann vielleicht drin. Na gut. Wir versuchen es. Kann ja nicht schaden. So. Nö. Nö, nö, nö. Na gut. Alles mal hier rein. Ja, schön. Dann haben wir ein Stahlblech. Irgendwas piepst hier noch. Die sind schön repariert. Das freut mich natürlich. Kann ich hier auch was reinlegen? Nein. Ich hab doch hier... Kann ich nicht reinlegen. Okay. Irgendwo hier... Nö. Nö, nö. Nö. Einfach nö. Na gut. Fax. Dies ist der Anrufbeantworter der Experten für Anomaliebekämpfung. Ja, ja, aufgrund eines hohen Anrufervolumens sind alle Mitarbeiter belegt. Na gut.
So, was haben wir denn hier noch? Aufgemotzte Stiefel für Schutz vor Fall. So oft falle ich aber nicht. Ich hätte eher gern Schutz vor generellen Anomalien. Die finde ich gerade gar nicht so sympathisch. So, hier haben wir noch mehr rotes Zeug. Tun wir das andere auch hin. Aufkleber kann da rein. Noch mehr Aufkleber. Das kommt dahin, obwohl, nee, da kommt ein Starthilfe-Ding rein. Ja, probieren wir es mal hier. So, ist das nicht schön. Müssen wir auch irgendwie das Auto wieder herrichten. Aber es geht zu oft drauf, als dass es eigentlich Sinn macht. Ist egal. So ein generelles Heilsystem wäre hier auch in Ordnung, aber ich glaube, dann wäre das Spiel eventuell ein bisschen zu einfach. Hätte ich jetzt nichts dagegen, dass mein Auto nicht immer in praktisch Totalschadenkondition zurückkommt. Ja, müssen wir mal schauen. Oh, da habe ich noch eine Starthilfe. Nehme ich gerne. Nehme ich auch gerne. Das kommt dann gleich ins Auto. Batterie lade ich nochmal. So. Da liegst du gut und da liegst du gut. Fehler? Wieso Fehler? Weil ich wieder nicht getroffen habe. Ist wie auf der Toilette manchmal. Vor allem, wenn man es eilig hat. So, wie viel? Oh, guck mal, so viel unstabile Energie habe ich bei mir. Ein Blitzableiter fällt, ist immer noch hier. Das können wir. Plasma-Ladegerät. Dieser Viehtreiber wurde modifiziert, um ihn für humanere Zwecke einzusetzen. Zum Beispiel, um ein erschöpftes Auto zu motivieren, anstatt eines störrischen Stiers. Stupse damit deine Batterie an, um ihr neues Leben einzuhauchen. Das ist doch viel besser als diese einfache Starthilfe. Her damit. Weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Das war es mir aber wert. So, ich würde gerne die Teile hier einklappen. Einfach sonst totaler Hat-Überfall. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Abgeschirmte Stoßstange geht nicht. Gepanzerte Stoßstange fehlt auch noch. Was für eine Anomalie muss ich scannen? Zottliger Zerhacker. Was ist denn zottliger Zerhacker? Stoßstange mit Bleischicht. Schutz vor Strahlung. Das lohnt sich auf jeden Fall, her damit. Will ich haben. Und Werkbankstufe 2 will ich auch haben. So langsam muss das doch mal drin sein. So, wo war die Werkbank? Hier, fortschrittliche Werkbank, Stahlblech 3 von 4, da machen wir noch eins. Das wird ja hoffentlich noch gehen, Stahlblech, Stahlblech, Stahlblech. So, dann wollen wir mal, endlich. Bestätigen. Hui. Und verbesser dich. Unverbesserlich. Nee, Quatsch. Hoffentlich sieht die gleich cool aus. Oh, das gefällt mir, wie das hier einfach hingesetzt wird. Sehr schön. Da können wir hoffentlich tolle Teile mitmachen. Vor allem den Turbo-Light-Motor irgendwann. Oh, da brauchen wir ganz viel Stahlbleche für. Na gut. Wie viel Energie haben wir noch? 3,5 labile, 5,1 stabile. Bessere Antenne noch, braucht beschädigte Energie. Hier braucht man noch ein paar mehr Thermokristalle für Knotenpunktrestabilisator. Größerer Materieregenerator. Oh, das braucht ja Sumpfeier und zwar richtig viele, aber das wird sich lohnen. Printomat. Kannst du Ankerenergie gegen Zubehör für mein Auto eintauschen? Hm, und da brauche ich Limchips. Wo kriege ich die denn hier? Vielleicht kann ich die irgendwann craften. Wir können auch nach verfügbar natürlich filtern. Verfügbar. Schnellzapfsäule. Achso, das zeigt uns nur dahin. Ah, ja, weiß ich nicht. Ja, warum nicht? Dann ist es schon mal erforscht worden. Müssen wir nicht ganz so lange warten. Jetzt habe ich, glaube ich, aber schon voll getan. Ist egal. Aufgerüstet ist aufgerüstet. So, sehen wir uns dann gleich an. Und dann, was können wir denn noch machen? Experimentelle Lademaschine wird sich auch lohnen. Dafür braucht man aber auch mehr Thermosaftkristalle und so weiter. Carbonglasfaser würde ich jetzt einfach mal erforschen. Vielleicht ermöglicht es den Bau von ganz anderen Autoteilen. So,
Das sieht doch gut aus. Werkzeuge bin ich gerade noch zufrieden. Seitliche Flutlichter braucht ein seitliches Gestell. Und das seitliche Gestell war wo nochmal? Irgendwo, schätze ich mal. Geländereifen, pannensichere Reifen. Paddelreifen. Mit dieser schlitterfreien Lösung wird dein Fahrzeug fast vollständig schwimmfähig. Herkömmliche Bodenhaftung nicht garantiert. Kann zum Verlust deiner Würde führen. Frag deinen Arzt oder Apotheker, ob Wasserreifen für dich das Richtige sind. Ich nehme doch dann lieber den Geländereifen. Straße A, Offroad A, Wasser A. Ja, besser geht ja nicht. Sehr schön. Deswegen lohnt es sich immer, so viel Energie wie möglich rauszuschleppen. Dann können wir noch was machen. Nee, hier seitliches Gestell. Dafür brauchen wir zwei Stahlblechs. Den kriege ich auch noch hin. Stahlbleche, Stahlbleche. Ganz unten. Eins. Zwei. Dann wollen wir bitte mal. Endlich. Ein seitliches Gestell. Wird auch Zeit. Muss ich das platzieren? Oder ans Auto randingeln? Upgrade. Ja, nicht da rein. Hä? Wo kommt das seitliche Gestell hin? Dachte an die Seite. Seitliches Gestell? Hallo? Na also. So langsam wird es, ja. Hätten die mir aber anzeigen können, wo das hinkommt. Was haben wir dann? Seitlicher Benzintank brauchen wir gerade nicht. Und was haben wir hier? Seitlicher Stauraum brauchen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist viel Stauraum. Muss ich natürlich erstmal machen. Und hoffentlich wird er nicht abgerissen. Vielleicht machen wir da das, was nicht so wertvoll ist, rein. Okay. Ja, das geht doch. Das geht doch voll klar. So, hier haben wir so einen kleinen Benzinkanister. Das war ja der von oben. Und hier haben wir den anderen drin. Den nehmen wir zu uns und lassen ihn kurz fallen. Dann wollen wir die Turbo-Zapfdinger mal sehen. Ja. Ja, das geht hurtig. Und wie gesagt, das ist schon voll. Na gut, hat sich ja irgendwo gelohnt. So, Inventar sieht gut aus. Aber hier Stahltüren. Das sieht ja wunderbar aus hier alles. So, hoch mit dir. Nein, mein Inventar ist nicht voll. Du musst nur einen neuen Slot finden. Deinen Laborcomputer wollen wir mal zerlegen. Zerlegen. Und jetzt wäre die Frage, bauen wir die einfach ab? Nee, wir haben eigentlich genügend. Wir bauen die ab. Wir zerstören die. Wir sprengen die nicht ab. Vor allem, wenn die dann auch kaputt gehen, lohnt sich das gar nicht. Bin aber froh, dass das Auto jetzt hier ein paar mehr Ressourcen hat. So, verlassen das Auto. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Tut generell den Metallschrott. Inventar doch ganz gut, wenn wir das machen. So, dann einmal den Staubsauger bedienen. Bin noch ein bisschen verschnupft, das tut mir leid. Rein mit euch. Ja, du hast immer noch Konserven und Tapes drin. Und 18 Metallschrott. Karmesin, roter Lack, Fackel, Stahlblech, Plastik, elektronische Bauteile. Und ein großer Benzinkanister. Wo kommt denn der große? Achso, ja, den habe ich nicht wieder hier reingetan. Wups. Brauchen wir aber trotzdem. Da müssen wir unterwegs nicht tanken. Bis jetzt klappt das relativ gut. Das finde ich ganz angenehm. So, können wir irgendwas fürs Wohlbefinden von uns machen? Nee, aktuell nicht. Was fehlt? Olymp-Fragmente, roter Ballon, Bleischürze, Bleiplättchen brauchen wir noch 10 Stück. Okay. Das dauert noch eine Weile. So, 4,1 stabile Energie. Was geht denn damit noch? Schauen wir mal hier.
Labile Energie, Befreier V2. Diese modifizierte Version des Befreiers besitzt eine höhere Kapazität, wodurch es eine wichtige Funktion noch eine Weile länger erfüllen kann. Wäre gar nicht so schlecht. Plasma-Verschrotter. Dank der Kraft, die Plasma innewohnt, fühlt sich dieser Verschrotter beinahe wie ein wildes Raubtier an. Fühle seine Wut, während er in deinen Händen bebt. Okay, da braucht man 0,1 labile Energie mehr. Verschrotte, wie du noch nie zuvor verschrottet hast. Okay. Ersatzglühbirne, Kitgrad, nicht Schweißbrenner. Mit dem Dellen und kleinere Schäden an Metallteilen. Ich glaube, der lohnt sich. Vor allem für meinen Fahrstil. Dann braucht man nicht immer ein Reparaturkit, wenn ich das richtig deute, sondern können unterwegs auch mit dem Schweißbrenner ein bisschen was ausbessern. Das wird schon einiges erträglicher machen. Wäre aber echt cool, würde ich hier auch meine Werkzeuge reparieren können. Kann ich vielleicht. Ich nehme das mal in die Hand und dann... Nein. Nein, nein, nein. Fenster schließen. Wieso habe ich da jetzt ein Stahlblech und einen Lack? Okay, hatte ich vielleicht davor in der Hand. Eine Stahlplatte, die sich getarnt hat. Warum auch nicht? Wo setzt man die am besten dran? Die sehen ja alle ganz in Ordnung aus. Motorhaubenplatte, haben wir keine. Wieso denn das nicht? Ist egal. So. Also die Stahlplatte war wahrscheinlich dann hier drin. Braucht man irgendwas? Das Auto sieht ja eigentlich ganz brauchbar aus. Die Stoßstange hinten kann man durch Stahl irgendwann ersetzen, aber... Hier brauchen wir wieder ein Abdichtkit, dann können wir die wahrscheinlich einfach wirklich hier reintun, holen uns eine neue raus. Kein Platz mehr. Dann tausch mal doch einfach. Achso, hier habe ich gar keine Türen dran. Na gut, das kann passieren. Das kann natürlich passieren. Da ist er. Und du kommst diesmal ganz sicher da rein. Stahlplatte. Ja gut, hilft ja alles nicht. Her damit. Bevor wir hier mit irgendwie kaputten Teilen durchfahren. Ich dachte, ich könnte es einfach so abnehmen. So. Ich brauch mal. Sehr schön. Tür. So, die rote Stahlplatte nehmen wir natürlich auch. Kommt gleich hier rein. Die andere nehmen wir mit. Oh, das war ja die Tür. Das war ja die... Nee, das war auch eine Stahlplatte, aber eine beschädigte. Dann nehmen wir eine unbeschädigte. Macht doch Sinn, oder? So, Geländereifen bräuchten wir auch. Vielleicht können wir das Auto ein bisschen verschönern. Wo denn überhaupt? Der Kristall. Die strahlenden Heilenergien ist definitiv nicht radioaktiv. Nehmen wir auf jeden Fall. Und wo haben wir das installiert? In Aufkleber. Aufkleber brauche ich gerade nicht. Feuerreifen, ja. 8-Ball. Hightech. Das ist schon installiert, ist mir gar nicht aufgefallen. So, Riesenfluff. Auch installiert? Keine Ahnung, was das heißt. So, was haben wir denn? Aufkleberzahlen. Aufkleberkit Holzpanel. Wie verwende ich denn ein Aufkleberkit? Das ist natürlich gut. Tja, wäre die Frage, wo man das jetzt haben wollen. Ich fand es vorne ganz gut. Kann ich das wieder abreißen? Nicht fallen lassen. Wollt's doch nur wieder abreißen. Gibt's echt keine Möglichkeit, das nochmal zu machen. So, roter Lack. Hofft, der reicht ein bisschen. Nicht, dass er nach einem Ding schon aufgebraucht ist. So. Einmal. Zweimal. Schass es auch natürlich. Dreimal. Haben wir endlich mal ein anderes Auto hier. Obwohl Türen fehlen. Aber der Lack scheint zumindest ein bisschen was auszuhalten. Das finde ich klasse. Muss ja auch sein.
So, die Stahlplatten auch. Die Türen natürlich auch. Ja, haben wir vielleicht mal zweifarbige Autos. Wir können natürlich auch hier ein bisschen mit der Farbe das bisschen besser machen. Ich bin hier gar nicht so sicher, ob ich die Aufkleber irgendwie noch abkriege. Ja, irgendwann werden wir es rausfinden. So, der Lack war natürlich hilfreich. Den braucht man aber nochmal, wenn man die zwei fehlenden Türen eingesetzt haben. Ist hier noch eine Tür drin? Eine nicht sehr gute, die ich gerade reingetan habe. Hier müssten ja Türen sein. Jeweils eine. Wofür haben wir die denn? So. Und hier natürlich auch. Hier damit. Und dann lackieren wir es wieder. Hoffentlich in derselben Farbe. Ja, ja, es sieht ja ganz gut aus. Kann ich die Reifen auch? Nö. So, wie gesagt, Sticker weiß ich nicht. Das ist schon passender Lack. Ja, das weiß ich. So, rein mit dir. Und Aufkleber würde ich tatsächlich gerne entfernen. Ich mag das hier oben. Doppelt gemoppelt finde ich gar nicht so gut. Naja. Oh, der Scheinwerfer ist im Arsch. Der andere auch. Also, zumindest ist er nicht so gescheit. Dann können wir ihn direkt hier mal zum Reparieren reinlegen. Am besten gleich hier. Sind sie nächstes Mal wieder taufrisch. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.